Kommen wir mal zur Energiewende und zu den Kosten. Was ist denn aus der berühmten Eiskugel, die Jürgen Trittin damals den Bundesbürgern versprochen hat, geworden? Die ist beträchtlich teuer geworden. So viel Eis kann gar kein Bundesbürger mehr essen, wie die Energiewende jetzt kostet. Und das ist ja eine Grundsatzfrage. Hier wird umverteilt von unten nach oben. Auf der einen Seite verdienen die Lobbyisten der erneuerbaren Energie und die Verbraucher zahlen. Und da Energiekosten nun Kosten sind, die jeder Haushalt halt bezahlen muss, entsteht eine Situation, dass für etwas, was keine Wirkung entfalten kann, viel Geld ausgegeben wird. Und dagegen sind wir. Also es ist eine Umverteilung in Ihren Augen vom Atomstrom hin zu anderen Unternehmen, gerade aus der Wind- und Solarenergie, die da dann die Gewinne einstreichen. Ach, ich will gar nicht sagen von der Atomenergie. Ich bin gar nicht kein Anhänger der Atomenergie. Aber nein, von den Leuten, die sich keine Solardächer leisten können, zu den Leuten, die sich das leisten können und damit auch natürlich Geld verdienen. Und die anderen, die das nicht können, können nur die höhere Stromrechnung bezahlen. Was wäre die Lösung der AfD in dieser Frage? Na, wir sagen zurück ganz normal zur Marktwirtschaft. Es muss sich durchsetzen, die erneuerbaren Energien, wir sind gar nicht gegen erneuerbare Energien, wenn sie sich am Markt ganz normal durchsetzen zu einem realistischen Preis, der Erdöl und Erdgas sozusagen konkurrenzfähig ist, dann ist es okay. Jetzt wird die ganze Energiewende ja auch PR, man kann fast sagen propagandamäßig, begleitet von der vermeintlich menschenverursachten, von dem menschenverursachten Klimawandel, um dann eben auch zu begründen, warum der Strom teurer wird und warum man eben umsteigen soll auf Wind- und Solarenergie. Sie aber oder die AfD fordert ja jetzt auch den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen. Ja, weil ich nicht glaube, nach den Zahlen, die ich mir angeguckt habe, dass der menschengemachte Anteil, der ist nach meiner Ansicht so verschwindend gering, dass sie mit der Energiewende und mit dem Klimaschutzabkommen eine Energiewende gar nicht erreichen. Weil, ich habe es ja vorgetragen, allein Deutschland ist nur für 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Aber von diesem CO2-Ausstoß sind auch noch 95% nicht menschengemacht. Und ich kann nicht, wenn ich die Zahlen sehe, dann kann ich nicht sehen, wie ein Einsparen dieser geringen Mengen irgendeine Wirkung entfalten kann. Und deswegen sind wir dagegen. Warum ist dann die Bundesregierung so ein vehementer Verfechter dieses Klimaabkommens? Das frage ich mich auch immer wieder. Ich kann ja noch verstehen, dass man nach Fukushima und nach Tschernobyl die Atomenergie allmählich abschalten wollte. Da habe ich gerade noch Verständnis dafür. Aber warum erneuerbare Energien auf Teufel komm raus gefördert werden sollen, obwohl sie nicht die Möglichkeit einer stabilen Energienetzes erreichen, das verstehe ich selber nicht. Okay, vielen Dank, Herr Gauland.